Ja, genau. Rennt auch alle auf mich zu. Das macht ja fein. Ja. Gute Idee. Sehr gute Idee. Das hat sich sicherlich gelohnt. Haha. Oh, Hulk Smash. Sag ich ja. Hulk Smash. Nein. Ende. Kann ich ihn treffen? Ja. Kann ich ihn mit dem hier vielleicht treffen? Ach, komm. Kann ich ihn treffen? Nein, ihn kann ich natürlich genau nicht treffen. Warum? Weil du ein fucking Retard bist. Dann schieß doch auf den hier. 90%, das sollte funktionieren. Ausnahmsweise mal. So. Und mit ihm würde ich jetzt gerne da reinzaubern, aber das wird auch nicht funktionieren, weil mir da meine eigenen Leute im Weg stehen. Nehme ich an. Ach, das ist sie. Dann lasse ich das und schieße auch auf ihn, weil es nicht geht. Auch nicht auf ihn. Naja, wie kann sie überhaupt irgendetwas von da aus treffen? Hast du gut gemacht, Cassia. Hast du echt gut gemacht. Bevor du die Runde vergibst hier. Zack. Und zack. Ach ja, er stellt sich da rein und macht der Hulk Smash. Darauf freue ich mich schon. Jetzt kommen erstmal die 50 Milliarden anderen Kerlchen. Ach, so gerne würde ich jetzt hier, weißt du, hier so. Und dann Flonk und dann. Aber da stehen mir halt meine eigenen Leute im Weg. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich treffe sie nämlich jetzt. Nein, nicht? Cool. Intelligente Feuerbälle. Oh, wir kriegen Nachschub. Und den Kerl, den ich angegriffen habe, ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Kann er nicht? Klingensturm? Doch, kann er. Coole Sache. Coole Sache. Au. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal nicht mehr um die da oben, sondern kümmere mich nur noch um die da unten. Warum kriegen wir denn so viele Kerlchen? Ich meine, so viele gibt es doch da gar nicht mehr. Au. Natürlich, wenn die weit. Au. Weiterhin so treffen. Wer ist das denn? Das ist der da. Treffe ich den? Nein, natürlich nicht. Scharfschütze. Niederwerfen. Umknüppeln. Dann halt hier. So. Müsste eigentlich alle nach der Runde sterben, von daher wurscht. Da haben wir fast keine AP mehr. Hulk Smash. Hulk Smash, weil Hulk kommt nicht durch. So. Na toll. Aber hier, oder? Auch nicht. Kann er jetzt nach da oben schießen? Ausweichchance erhöhen. Geht nicht. Schade aber auch. Dann
Dann kann sie... Nee, kann sie auch nicht. Dann auch nicht. Kann sie überhaupt irgendwas auf dieser Welt? Wahrscheinlich nicht. Dann geht sie einfach nach da und freut sich ihres Lebens. Kann ich wahrscheinlich nicht mehr treffen, aber es macht nichts. So. Weil er wird eh gleich abgebombt. Ich schieße ihn nur an für den Fall, dass er mal Lust hat anzugreifen oder nicht drauf geht nächste Runde. Oder aber, weil ich sage, ich habe Lust drauf. So. Was haben wir da? Noch ein weiterer Bogenschütze. Kann er von hier? Zack. Oh. Alter, könnt ihr mal aufhören, den Arm der Karte anzugreifen? Ich krieg den doch da drüben nie geheilt. Sag ich ja. Hier kommen nach vorne. Wie gesagt, ich glaube, jetzt fliegt gleich die nächste an. Ich glaube, alle da oben gehen halt drauf einfach. Weil ich in der letzten Runde alle 6 Ziele getroffen habe. Na toll. Superst gezielt. Superst gezielt. Au. Ah, nicht getroffen. Takate, du Alte. Todesstoß. Du alter Tomatenliebhaber. Jetzt aufhören? Die sind so leicht nervig, habe ich das Gefühl. Aber nur so ganz leicht. Alter. Wenn ihr mir Takate umbringt, dann ist hier aber Essig im Gelände. Wie viel HP hat denn der da oben noch? Da. Nicht mehr so viele jetzt. Nach der Zeit. Ach, guck mal an, was da kommt. Tatsächlich, sie haben Takate umgehauen. Ah, Takate. Hast du einen Heiltrank im Gürtel? Dann gib mir ihn Takate. Gürtel, Takate, so. Das? Rennen wir darum. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wie ich ihn da jetzt durchkriegen soll, aber bisher kann er nur bis dahin rennen. Muss ich das wahrscheinlich auch noch wegschlagen, irgendwie so, oder keine Ahnung. Jetzt ist das da hinten auch noch aufgegangen. Ja, ist ja klar. So. So. Er ist dran. Takata hat, glaube ich, gerade genug HP. 15 ist auch nicht so sonderlich viel. Heilen. Stufe 3, bitte sehr. Kann er gar nicht, dann halt er halt den hier. So. Kann er von hier? Ja, kann er. Sehr gut. So. Und von hier? Ja, sehr gut. Nur normale Angriffe, ich weiß. Das war wohl nix. Ich weiß ja nicht, wo das nächste Ding hier reinfliegt, darum schießen wir mal weiter.
Kann ja sein, dass es da oder dahin trifft. So wie der Schmarren eben. Takata heilen. Wäre wichtig. Vielleicht bis hierhin gehen und dann Takata heilen? Nein. Steht der Freund Uga im Weg. Dann schießen irgendwo, irgendwas, irgendwen. Dann bleib da und warte. Hilft ja euch nichts, hilft ja euch nichts quasi. So, der wurde geblockt. Rennt sie mal darum. Klonk. Ja, toll. Super, auch ihm. Todesstoß. So. Takate, versteck dich mal hier. So. Sturm an die Front. Na toll. Ah, gerade eine Popschutz gekommen. Ich hoffe, ihr habt sie nicht gehört. Aber ich musste mich kratzen. Ohne ging nicht. Sonst wäre ich gestorben wahrscheinlich. Von da nach. Hier bitte. Ich würde mal nachschauen, wie viel AP der noch hat. Alter, ja klar. Ich habe hier auch sonst nichts zu tun. Ah, hier. Gezielter Schuss, bitte. So. Dum, 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 dum. So. Au. Das Fahrermut. Kannst du mich aber angreifen. Ach. Also manchmal muss man die Kerlchen hier echt lieben und ihre Taktiken. 75, das reicht mir auch noch. Und auf dem großen Feld ist der Uga natürlich so gut wie unbrauchbar, weil er halt einfach nur rumsteht. Was? Wie viel? 15? Noch 22? Einmal? Und Uga, der kommt gar nicht bis noch da. Ja, da kann er gar nicht durchgehen. Wahrscheinlich, weil er da steht. Ich kann ja mal kurz eine Runde warten. So. Kann alle wieder aufstehen. Schön. Ach, komm. Runde beenden. Aha. Ja, hilft ja nichts. Geht erstmal gar nichts hier und er muss auch erstmal warten. So, weiter. Kann der nicht angreifen irgendwie? Hier so? Ja, doch. Natürlich. Was denn auch sonst? Ein HP noch, ja klar. So, oh, ich bin wieder dran gekommen. So. Monster und... Au. Ja. Also wenn man den da jetzt nicht schnell wegholt, dann sehe ich da schwarz. Aber jetzt können alle drauf feuern eigentlich. Das heißt, er müsste eigentlich die Runde noch wegsehen. Vielleicht vor allem normale Attacke.
Vor allem Feuer wäre schön, wenn ich drauf casten könnte. Kann ich von da aus irgendwas machen? Naja. Dann laufen wir nach vorne. Ach, jetzt kann er da. Jetzt kann er durchgehen. Ach so. Und da kann er da nichts mehr machen. So. Das steht natürlich auch allen im Weg. Das habe ich gerade ganz klasse gemacht. Das habe ich mir ganz klasse ausgedacht. So, einmal. Ah, vielleicht kann er ja da durchcasten. Vielleicht kann er ja da durchcasten. Ja. Nein. Kann er nicht. Er kann nach hier gehen. Und dann vielleicht? Ja, so? Auch nicht. Ja, Mann, oh Mann, dieser Drecksoger. Ich müsste eigentlich der Karte ein, fällt mir gerade auf. Vielleicht sinnvoller gewesen. Ach, da. Kommt da. Kann er sich auch nicht hinstellen. Hier? Komm. Dann hauen wir wenigstens den um. Damit da wieder eine Bresche frei wird. Und einmal Tapons. Endlich. Jetzt mit Fahrermut hat er noch fast voll AP. Ja, hier. Och, das geht ja. Aber wir können ihn mal heilen. Damit er auch mal wieder eingreifen kann und da nicht fast drauf geht. So. So, einmal außen rum. Aha. In welche Richtung fällt das Ding eigentlich um? Genau in meine Richtung. In welche Richtung fällt das Ding um? Mich hier dauernd. Ah, in die Richtung. Okay. Ah, Todesstoß. Auf geht's. Alle nach vorne. Au. Lauft. Ja, das soll Stufe 10 hier sein. Da habe ich ja schon Schweres erlebt. Aber es kommt ja wahrscheinlich noch. Eins danach, nehme ich mal an. Kann er irgendwas treffen? Pustekuchen, kann er was treffen? Bam, 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 niederwerfen. Ehrlich? Ah, es macht nichts. Wir müssen jetzt eh alle durch die kleine Bresche, die da geschlagen ist, durch, von daher. Das ist er geht nach hier. So. Ach, da ist ja noch so ein Vieh. Ah, da kann sich gleich der dicke Oger drum kümmern. Dafür ist er ja da. Dick und fett. Au. Da aus. Ja, vergiss es. Naja, die müssen jetzt alle durch die Bresche durch. Vorher macht es fast keinen Sinn. Au. Ah.